Aber Hardy, komm, wenn du das geschafft hast oder ich, dann gib der andere auf. Nein, aber wieso sprintet der denn dann nicht? Boah, das ist jedes Mal die gleiche Scheiße, ey, ganz ehrlich. Das kann nicht wahr sein, das ist doch richtige Kackies. Ja. Übrigens, was habe ich gehört? In 2 Tagen kommt Season 7 raus. Oh mein Gott. Nee, die kam gestern raus mit einer Doppelfolge. Um 18 Uhr. Und mit einer Doppelfolge, die 10 Minuten dauert, und zwar kommt alle 5 Minuten eine 10-Minuten-Folge raus. Aber geil. Alle 10 Minuten eine 10-Minuten-Folge? Nee, alle 10 Minuten eine 5 Minuten eine 10-Minuten-Folge, so rum. Boah, wäre voll geil, wenn das ist richtig geil. Alle 10 Minuten eine 10-Minuten-Folge, das wäre voll witzig, ey. Den ganzen Tag Minecraft Season 7, Junge. Ja, alle 5 Minuten eine 10-Minuten-Folge ist überhaupt nicht besteuert, oder was? Ja, das geht ja nicht. Also klar geht das. Ja, das geht schon, aber das würde sich ja voll überschneiden. Aber Bram, ist hammermäßig weit. Ja, da, weißt du, wenn Peter wieder anfängt zu sprechen, dann gehe ich mal hin. Nur weil der so ein Lutscher ist, ey, ohne Spaß. Peter ist echt. Bei Guacamini bin ich ein ganz großer Lutscher. Du bist ein Lutschador, bist auf jeden Fall. Du bist Juanson, bist du. Juanson, ja. Juanson, oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Wer ist da drauf gekommen, auf diesen super lustigen Begriff? Ja, wer ist mal auf diesen Begriff gekommen? Peter, finde ich gut von dir. Fick dich! Boah, Dennis ist hammerweit. Ram ist wieder weit, ja genau. Boah. Müssen wir mal. Oh, Hardy ist aber auch weit. Jetzt schafft er beide, das ist geil. Nein! Boah, Mann, wieso sprintet ihr denn dann nie? Oh, Mann! Ja, Ram hat versagt. Ram ist krass nicht gesprungen. Muss man nochmal so sagen. Geil. Boah, bei mir sprintet er dann natürlich nicht, ey. Boah. Juanson! Aber mittlerweile habe ich jetzt irgendwie raus hier. So, das, die ersten paar Sprünge, das geht ja gut von der Hand hier. Jetzt kommt der Sprung hier. Jawohl. Ja, der Rest ist ja easy. Ach, das ist doch Lutsche, meine Tütsche Mutsche. Ja, der Sprung ist jetzt auch nochmal ein bisschen knackig. Jawohl. Au, Schuss. Knackig, nicht. Ja! Nein! Da bin ich nicht gesprungen. Nja Katze, oder was? Nja Cat. Boah, ich sag dir, Hardy, ja. Wenn du heute Abend da wärst, ich würde dir die Nacht deiner Träume bescheren. Das wäre voll geil. Ja. Mit all dem, was wir vorige Tage ausgemacht haben in TS. Das wäre ziemlich fett. Ja. Aber du bist leider nicht da. Naja, das stimmt, boah. Stattdessen tust du nix. Das weiß ich nicht. Spargel mache ich mir. Schön mit Kartoffeln. Hammergeil. Ja, Alter, du grillst gleich. Es gibt keinen Hammergeil, wenn man selber am Grillen ist. Jeder andere ist ein armer Schlucker. Nee, am Muttertag war ich zu Hause und da gab es Spargel und Grillen. Das war eine strange Kombination. Ja, war ziemlich awesome. Aber ich freue mich schon auf Spargel, weil Spargel einfach geil ist. Weil Spargel einfach geil ist. Ja, aber der ist auch schon bei Edeka direkt fertig geschnibbelt worden. Lava, Junge. Mit so einer Maschine. Das ist natürlich viel geiler. Ein Kilo Erdbeeren habe ich mir auch noch geholt. Dann ist der Spargel mit Erdbeeren und Kartoffeln oder was? Dann schöne. Scheiß auf Schinken. Erdbeeren for the win. Schön Vanillesoße dazu. Zu den Erdbeeren jetzt? Spargel mit Vanillesoße? Ja, das schmeckt auch. Wäre voll geil, wenn ich das verwechseln würde. Nachher Erdbeeren mit Soße Hollandaise oder so. Das wiederum hätte ziemlich Style. Ja, komm, ey, jetzt gib ihm. Jetzt müssen wir. Nein, da war ich zu nervös! Oh, wieso hab ich. Oh, Alter, ich hab voll. Da war ich voll Brain einfach. Ich spring an den Block vorbei. Ja, vor allen Dingen auch nicht mal auf den Block zugesprungen, ey. Aber den Block noch schön angeguckt, zum Beispiel. Nein! Oh mein Gott, ich sollte dich ein bisschen langsamer angehen lassen hier, ey. Ja, Schatter! Nein! Boah, ich schaff das, weiß ich. Boah, ich will das auch schaffen jetzt. Peter, nur weil Peter das geschafft hat, heißt das nicht, dass das unschaffbar ist. Nee. Nee, Peter ist ja auch ein Lutscher. Oh ja. Juanson ist der. Alter, kann doch nicht wahr sein, ey. Peters Pimmel ist so mega klein. Oh ja. Nein! Ich will das jetzt schaffen. Den zweiten Sprung verkackt. Boah, konzentriert euch doch mal, Jungs. Was soll das denn hier? Bin dabei. Ich weiß auch nicht, was das soll. Boah, jetzt mach ich das. Jetzt mach ich den einen durch. Nein! Oh, Leute, den zweiten Sprung nicht geschafft, haben wir das. Lol. Wie gefällt der Metro, der Nadi? Sehr geil. Das Ende ist ganz geil, wa?
Ja. Ende ist echt gut. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich nicht so darüber aufgeregt habe, wie wenn ich jetzt bei Bioshock gespoilert worden wäre. Ja, okay. Oder bei James Bond. Was? Bei James Bond. Also wenn man mich am Ende von, wenn man mir das Ende von Mass Effect gespoilert hätte, das hätte ich auch noch ziemlich behindert gefunden. Ja, oder James Bond. Wieso denn James Bond? Da wurdest du über Skyfall auch gespoilert. Jetzt bist du, Hadi, kannst du mich spoilern, der weiß das gar nicht mehr. Ich war jetzt gerade bei James Bond bei irgendeinem Spiel, da dachte ich mir, what the fuck, auf welchem Planeten lebst du denn? Nee, das stimmt, bei dem Kinofilm auf jeden Fall auch, ja. Qualnack 5A. Aber ich genieße das Metro jetzt eigentlich eher so wegen der Atmosphäre. Ich sag mal, die Story auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, Alter, die labern so viel in dem Spiel, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich brauch kaum reden, ey. Hast du das eigentlich auf Russisch umgestellt? Ich habe mir ein paar Kommentare durchgelesen, wo einige gesagt haben, ich will das auf Russisch haben. Nee, ich hab's jetzt mal auf Deutsch gelassen erstmal. Okay. Also, dann lieber im Let's Play umstellen. Das ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne jetzt aber nicht hin, ey, nach der fünften Folge irgendwie noch so, ja, wir spielen jetzt mal auf Russisch. Hast du dich aber gegen Facecam entschieden, oder? Ja, ja, das, ich, wie gesagt, hab mir ja noch mal bei der ersten Folge reingeguckt, das hätte irgendwie nicht gepasst, irgendwie. Das gleiche wie bei Bioshock. Also bei Dead Space okay, da auf jeden Fall, weil da geht's ja echt richtig ab. Aber das ist ja wirklich eher so ein Spiel, so panikmäßig, weißt du, so, aber nicht erschreckend irgendwie. Aber ich finde, also die Grafik ist sehr stimmig, muss ich sagen. Und sehr viele kleine Details, die mir sehr gut gefallen, wie mit die Uhr, die du am Handgelenk hast, auch die richtige Zeit anzeigt und, halt mit diesem Magazin, dass man sehen kann, wie viel Munition man halt noch da drin hat und so. Das sind halt so Kleinigkeiten, die anderen spielen. Das hat mir beim ersten Teil schon gut gefallen. Wobei ich dabei sagen musste, dass ich die Charaktermodelle und so jetzt irgendwie nicht so überragend fand. Also ja, also die auch, die auch wie die Lippen sich und so bewegen, das ist ja jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß, ne? Ja. Haben die ja auch in der Kritik und so geschrieben. Aber ist okay. Ist okay. Aber die Grafik ist generell eigentlich nicht schlecht. So, die Beleuchtung ist schön. Nicht so gut wie bei Bioshock, sag ich jetzt mal. Ja, solange es stimmig ist, kann man ja über vieles hinwegsehen auch, weißt du. Da muss ja nicht dann das Geilste vom Geilsten sein. Ja, solange guck dir WoW an. Sich geschlossen passt. Ja, ja, genau. Wobei WoW auf jeden Fall echt ganz schön. Ja, mittlerweile ist das wirklich so richtig, alt. So richtig hässlich würde ich das auch nicht nennen jetzt. Nee, da bist du ja mega grafisch angestaut, aber so, dass das, boah, das hässlichste Spiel, was es gibt, so auf dem Planeten. Naja, genau, ist bei LoL ja auch so. Ist ja jetzt nicht gerade wahnsinnig geile Technik, ja. Aber sieht wobei, auch stimmig aus. Was ich halt total krass fand, war damals, als, das kann ich mich bis heute noch erinnern, als GameStar den Warcraft 3 Artikel rausgebracht hat und geschrieben hat, was für eine Premium-Grafik das ist, und ich mir die tatsächlich angeguckt habe mit Niklas damals noch, bestimmt 30 Minuten lang. Ich mir dachte, was fanden die da jetzt im mega Premium dran, weil CC generell sah viel, viel geiler aus. Das kann nicht wahr sein, ey! Bram, ey, oh nein! Ich dachte, wenn ich jetzt weiterrede, bleib ich voll im Flow, ey, und dann bin ich voll abgekackt, weißt du, und hab dann irgendwie Scheiße gebaut und dachte mir dann, dass das nicht so cool ist. Aber wenn du einfach ein bisschen redest, dann kannst du einfach wirklich doch ins Knie. Kannst du einfach mal runterfallen. Ja, ja, ich stehe hier und singe. Mit deinem Elefant. Ah. Ja, das geht jetzt noch so ein bisschen so weiter. Oh, da hinten ist. Peter, hast du jetzt eigentlich mal bei Loadout reingeguckt oder noch nicht so richtig? Nee, gar nicht. Alter, ich finde es so geil, was für geile Hosen man sich da holen kann. Mein Wagen ist wieder repariert, Hardy. Was ist wieder repariert? Mein Wagen, der war ja kaputt. Was war damit nochmal? Park Distance Control vorne. Ach ja, stimmt. Ja, nice. Ich bin heute zur Werkstatt gefahren. Guckt er sich das an. Ja, das Nummernschild, das ist in den Ecken nicht richtig festgemacht. What the fuck? Das kann auf gar keinen Fall daran liegen, weil das Nummernschild ist viel zu weit weg von den Dingern. Ja. Er schraubt da dran. Alles funktioniert wieder. Ich denke, oh mein Gott. Und was musstest du dafür blechen? Gar nichts. Der hat nicht mal, wurden nicht mal Daten aufgenommen oder so. Der ist rausgekommen, hat sich dann angeguckt, hat gemacht und ich bin wieder weggefahren. Du bist wahrscheinlich nicht der Erste, der so dumm ist. Wie, der so dumm ist? Ich habe das Ding nicht da dran gemacht, du Bobby. Ach so, ja gut. Das wurde von der, das war hier Procar. Sagt ihr das was? Nee. Procar ist so eine, das ist so ein BMW-Händler. Das ja, wundert mich aber, dass die dann bei BMW nicht hingegangen sind. Ja, wir haben ihn jetzt gerade das Nummernschild richtig festgemacht, 80 Euro. ja, das Geile ist, auf dem Nummernschild stand Procar auch drauf. Das heißt, von Sixt wurde das wahrscheinlich da dann fertig gemacht. Und jetzt hat er gesehen, oh scheiße, das haben wir selber versaut. Ja. Schnell fertig machen und den wieder wegschicken. Ja, okay, das ist natürlich nice. Ja, aber ist ja gut. Ansonsten wäre es ja sowieso ein Garantiefall gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie weg gewesen, eine Woche oder so, was weiß ich. Ja, das stimmt wohl. Ja, muss man sagen, BMW ist nicht dafür bekannt, dass die schnellsten sind beim Reparieren, wa?
Nein. Ja, als ich da angerufen habe, meinte die, ja, kommen Sie erstmal vorbei, wenn wir jetzt, wir können auch direkt einen Termin machen, aber das kann ein paar Wochen dauern, unsere Werkstatt ist aktuell sehr voll. Da hab ich auch gedacht, what? Okay. Ja, und Spaß, ich habe 3 Wochen auf Termin gewartet, um die Reifen zu wechseln. Krass. Ich habe gestern auch den Kleinen dazu BMW gebracht wegen Ölwechsel, weil das musste ja gemacht werden. Und dann du nennst den Kleinen? Ja, den Kleinen. Hardy will nicht wissen, sagen, welcher das genau ist wahrscheinlich. Ja, genau. Und da habe ich den erstmal da gelassen und dann sagte der so, ja, weil ich musste das halt noch mit meiner Mom absprechen und so. Und da haben sie mir noch irgendwie angeboten, so Service 2 zu machen und so, weißt du, so. Das weil der halt schon etwas, ne? Dass der schon etwas länger nicht mehr halt so eine Runderneuerung hatte. Und dann stand der bis heute halt bei BMW, weil die auf eine Entscheidung von mir gewartet haben. Und dann habe ich erstmal mitgekriegt, dass die für den Ölwechsel von dem Fahrzeug 430 Euro haben. What the fuck? Und habe ich den da heute abgeholt, weil ohne Spaß habe ich denen gesagt, die können mich doch echt mal am Arsch lecken. 430 Euro für einen Ölwechsel, wa? Da habe ich mir echt gedacht, ihr habt doch echt den Arsch offen. Vor allem, ich mag da jetzt total Noobies sein, aber kann man das nicht selber machen? Das. Ja, also ich sag mal, ich denk mal, Leute, die, also ich sag mal, Ahnung von Autos haben, also auch wirklich von der Technik und so, das wird man sicherlich unter Umständen auch selber machen können. Du musst das Öl die Reifen wechseln halt. Halt auch, ja, richtig, du musst das Altöl halt auch entsorgen und so. Ja, aber stimmt. Du kannst ja bei voll vielen Werkstätten auch dann das eigene Öl mitbringen, damit ja. Die das da reinfüllen, so, ne? Aber 430 Euro habe ich mir echt gedacht, ganz ehrlich. Dann kostet der mal ATU 20, 30 Euro oder so. Ja, nee, so mega günstig ist das nicht. Also ein Huni zahlst du sicherlich, aber 430. Ja, Wahnsinn. Alter. Also das war dann auch eine BMW-Werkstatt dann quasi. Ja, ja, war die größte hier in Hamburg halt. Da war ich halt früher auch immer mit meinen Fahrzeugen, aber ganz ehrlich. Ja, vielleicht ist das irgendwie Special-Aufschlag, weil das so eine alte Karre ist. Das hab ich heute gefragt. Er sagte, nö, das ist so der reguläre Preis bei uns. Ich dachte, schön, alles klar. Ja, schön, wa? Für einen Ölwechsel, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich ja immer, wie man sich fühlt, wenn man so bei BMW arbeitet als Mechaniker und da kriegt man vielleicht irgendwie sein gutes Gehalt, wa? Und sagen, die verdienen gar nicht mal schlecht. Ja, aber die verdienen halt nicht so viel, dass die halt selber den 5er BMW oder so fahren können oder den oder irgendwie sowas, weißt du? Und dann aber kommen die an, dann müssen die für einen so einen Ölwechsel zahlen die dann 500 Euro. Und dann denkst du dir selbst so, als Techniker, alles klar, mein Chef kriegt jetzt 500 Euro und ich hab da dran 20 Minuten gesessen oder so. Ja, quasi. Wobei ich denke schon, dass die sicherlich Vergünstigungen kriegen würden, wenn die sich da ein Fahrzeug leasen oder was auch immer. Ja, aber trotzdem, die Gewinnmarge bei solchen Sachen muss ja der Wahnsinn sein. Oh, ja. Ich würde echt mal interessieren, nee, Alter, ohne Spaß, Hardy, dann machen wir ein Problem jetzt noch. Ich würde sagen, bis halb. Ja, okay, 6 Minuten. Okay, so 7 machen wir, weil ich war schon so weit, weißt du, es wäre jetzt irgendwie scheiße, ich würde zumindest noch die 7 Minuten probieren, das zu schaffen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Das kann nicht wahr sein, ey. Fuck! Wie fällst du eigentlich immer so schnell aus der World raus? Ich töte mich selber. Mit Kill? Ja. Ja, ich meine, weil du halt einen anderen Spruch kriegst als ich, deswegen habe ich mich nur gewundert. Ach so, ne, genau. Ach ja. Ach ja. Boah, Dennis, wir haben eigentlich von dieser Challenge noch gar nichts geschafft, ne? Klar, draußen das habe ich geschafft. Ja, ich meine von hier drin. Alter, wieso sprintet der denn nicht? Boah, das ist echt nervig. Klar, habe ich was geschafft. Hier, den Weg hier hoch habe ich auch geschafft. Ja, Bram hat den geschafft. Ja, hast du den geschafft? Und du hast den dann aufgegeben. Ach so, ja, okay, kann sein. Also habe ich hier dann bis jetzt alles geschafft? Ja, ich hatte das nicht in Erinnerung. Ja gut, gab nur die eine Challenge, aber ja, eben. Hast du recht. Ja, trotzdem okay. Ja, er hat auch so nicht alles geschafft, was es gab. Ich habe schon 2 Challenges geschafft. Ja, ist ja nicht, dass du die eine übersprungen wärst. Wir sind ja noch dabei. Ja, genau. So, jetzt aber. Jetzt machst du das, sagst du? Jetzt! Jawohl, so. Muss bei jedem Sport. LOL, Alter, dann springe ich gegen den Block, das ist ja wohl echt ein schlechter Scherz. Oh Mann. Das kann nicht wahr sein, ey. Diesen verkackten Wix-Hurensprung schaffe ich manchmal nicht, weil der Wix-Hurensprung nicht ist. In 20 Minuten dran, ich habe noch nichts gemacht, hammergeil. Ja, du schaukelst dir halt gerade richtig Premium die Eier.
Aber hallo. So wie ich das damals gemacht habe bei der alten Adventure Map irgendwie so. Ja, wo du Jesus gebaut hast. Ja, genau. Wo sich Leute mega darüber aufgeregt haben.